Okay, liebe Zuschauer, wir gucken uns nun die Antwort von Oxcut auf Tobias Huch an. Junge, ich habe das voll verballert. Ich habe es absolut nicht gecheckt, dass er ein Antwortvideo gemacht hat. Vor 3 Tagen. Und zwar direkt am gleichen Tag, als Tobias Huch das Video gemacht hat. Wir haben übrigens schon auf das Tobias Huch-Video reagiert. Wer es noch nicht gesehen hat, checkt gerne meine Reaction dazu ab. Kam vor ein paar Tagen online. Und Oxcut hat jetzt darauf geantwortet, mit Tobias Huch verbreitet gefährliche Lügen. Hier, genau, hier. Vor über einem Tag kam das Video online auf meinem Inkev-Kanal. Tobias Huch rastet aus wegen Oxcut. Okay, und da ging es irgendwie um Ahmad und das Oxcut über Ahmad. Und das werden wir hoffentlich jetzt alles sehen. Let's go. Freunde, dieses Video kommt mega spontan. Ich bitte euch zuzuhören. Das wird jetzt nicht viel geschnitten und so weiter, weil ich will einen Riegel vorschieben. Gerade versucht jemand, und zwar Tobias Huch, mir irgendwelche Worte in den Mund zu legen, die ich nicht getätigt habe und was ich nicht so gemeint habe. Und da geht es darum, dass ich gestern so ein Video über Ahmad gemacht habe, wo es darum ging, dass er Gönnergy irgendwie kritisiert und generell so Ahmads hochmütige Art irgendwie kritisiert habe. Das habt ihr gestern gesehen, falls nicht, könnt ihr es gerne genau mal angucken. Wieso ich das Ganze so schlimm finde, ist, weil Tobias Huch geht auf eine Sache ein. Und zwar habe ich im Video erwähnt, dass ich Ahmads Opferrolle nicht feiere. Wie er immer wieder in TikToks zeigt, dass er irgendwie weint und traurig ist und angeblich so niedergeschlagen ist, weil er alleine ist. Was ja auch okay ist, was ich ja auch an sich nicht kritisiere, wenn man seine emotionale Seite zeigt. Beispielsweise hat es auch ein ABK getan mit seinem Vater damals. Ich habe sehr gefeiert. Ich habe ihm gesagt, dass er damit vielen Menschen hilft. Ich finde das gar nicht schlimm. Nur finde ich das schlimm, wenn man solche Situationen dafür ausnutzt, um halt irgendwie Crowd zu kriegen. Und ich habe das bei Ahmad eben so gefühlt. So, daraufhin habe ich irgendwie gesagt, dass ich... Ja, also ich meine, das ist natürlich eine Meinungssache, eine komplette Meinungssache. Hier geht es ja nicht um Fakten, sondern es geht darum, was man fühlt. Und Oxcut hat das so gefühlt. Weiß ich nicht, ob das so sinnvoll ist, überhaupt dazu ein Video zu machen, um zu sagen, yo... ich fühle das so, dass Ahmad hier das einfach nur ausnutzt, um Crowd zu bekommen. Weiß ich nicht, weil es ist ja vielleicht für Ahmad eine super emotionale Geschichte und ihm das dann sozusagen wie abzusprechen oder zu sagen, ja, du machst das nur für, um die Zuschauer vielleicht auf deine Seite zu stimmen, das finde ich auch nicht gut, ne? Zumal, wenn das alles so ist, wie es bei Ahmad auch oder wie er es immer zeigt, dann ist es einfach keine schöne Situation. Dass ich Freunde habe, die selbst Waisenkinder sind, und die es nie irgendwie in die Öffentlichkeit preisgeben, das für sich behalten, sagen, ich gehe jetzt hier erst recht durch, ich lasse mich nicht davon unterkriegen und was auch immer. Und ich wusste nicht oder ich weiß nicht, dass Ahmad Waisenkind ist. Das hat der mir nie gesagt. Ich weiß es bis jetzt immer noch nicht tatsächlich. Ich habe ihn damals sogar gefragt, ob seine Eltern verstorben sind und er hat Nein gesagt. Also er ist kein Waisenkind, sonst hätte ich niemals so einen Spruch gedroppt. Wie gesagt, falls es doch der Fall ist und er mich vielleicht angelogen hat oder was auch immer, sorry, aber es war eben... Ja, wobei auch das in dem Waisenkind ist zum Beispiel auch so eine Geschichte... Also ja, du musst jetzt kein Waisenkind sein, das ist alles eine sehr, sehr beschissene Situation. Aber wenn du zum Beispiel keine Eltern hast, weil die sich vielleicht von dir distanziert haben, du hast dich von denen distanziert aufgrund von irgendwelchen Geschichten, dann hast du halt auch keine Eltern. Ne? Also dann sind die zwar nicht gestorben, aber die sind halt nicht mehr für dich praktisch, die sind nicht mehr in deinem Umfeld. So, die spielen dann keine Rolle mehr sozusagen und ist emotional mit Sicherheit... ebenfalls super, super belastend. Also egal, ob Waisenkind, nicht Waisenkind, wenn es Familienprobleme gibt, dann ist das einfach scheiße. Ist das einfach kacke, egal wie das gelaufen ist. Und überhaupt dann über das Thema zu sprechen oder irgendwie was anzuzweifeln oder sich darüber aufzuregen oder zu sagen, jo, du nutzt das für Crowd, weiß ich nicht, ob man es machen sollte, weil einfach, ja, das kannst du für dich so fühlen, aber das in die Öffentlichkeit rauszuhauen, das stößt natürlich auch bei vielen vielleicht negativ auf. Eben nicht so gemeint. Jeder, der einen Elternteil verloren hat, weiß, wie schlimm der Schmerz ist, wenn man beide verloren hat. Natürlich ebenfalls. Und ich weiß, dass das sehr, sehr viele Probleme mit sich bringt und eine psychische Belastung ist. Aber deswegen ist mir das so wichtig, mache ich... Was, naja, ob im Waisenhaus oder in einer Familie, sind schon ein Unterschied. Ja, oder schon, aber es geht ja gerade darum, du kennst jetzt vielleicht den Kontext nicht, aber... Ahmad meinte, dass er seit er 12 ist sozusagen alleine unterwegs war oder viel alleine oder ich weiß nicht, ob er nur alleine unterwegs war oder seitdem auf sich selbst gestellt ist. Ich habe keine Ahnung mehr. Wir kennen die Hintergründe nicht und ich will auch gar nicht darüber spekulieren. Aber so wie es aus oder so wie es wirkte, war es nicht so, dass er jetzt in der Familie wirklich groß geworden ist, ja, oder in einer normalen intakten Familie, wie man es kennt.
so schnell Ricky, wie möglich ein Video darüber. Und eine Sache, und ja, du bist so eine hinterhältige Ratte. Du hast meine Nummer. Wir haben telefoniert vorgestern in der Nacht um 8 Uhr. Wir haben über Ahmad geredet. Da hast du auch nicht positive Worte über ihn verloren. Ich habe dir direkt gesagt, das und das fand ich bei Ahmad nicht cool. Ich habe dir auch gesagt, die Gönnergy-Sache habe ich auch nicht gefeiert. Da hast du mir sogar teils zugestimmt. Und jetzt hast du wieder an deine Hände gerieben, deine Bildhände. Du hast ja bei der Bild gearbeitet und dachtest dir natürlich, ich werde jetzt schön den Oxcat. Was? Ich kenne nur, dass er bei T-Online. Was, T-Online? Wie T-Online gearbeitet hat. Hat Tobias Such mal jemals bei der Bild gearbeitet? Ich bin gerade ein bisschen verwirrt. Ich dachte, er hat bei T-Online damals gearbeitet. Weil ich mit Ahmad gut bin. Und womit? Mit einer Halbwahrheit. Ahmad weiß, dass er nie diese Sache gelüftet hat, ob er jetzt Waisenkind ist oder nicht. Wie gesagt, wenn er das ist, es tut mir sehr leid. Ich wollte dich nicht verletzen. Wie du damals auch mich angerufen hast, Ahmad, nachdem ich 2 Familienangehörige in der Türkei verloren habe, wofür du dich nach ein paar Tagen erst entschuldigt hast, dass du so unsensibel mit dem Thema umgegangen bist. Und da habe ich dich richtig fertig gemacht. Ich habe dir gesagt, wie emotional das ist und dass du bitte bei dieser Thematik dich ein bisschen zurückziehen solltest. Trotzdem hast du es nicht gemacht. Du hast trotzdem 3-4 Videos danach darüber gedreht. Bei TikTok, ganz wichtig zu erwähnen, nicht bei YouTube. Und ich fand das einfach unsensibel und das machst du immer wieder, Ahmad. Und das ist meine Kritik eben gewesen. Du nimmst Themen, du packst dich jedes Mal in die Opferrolle und das haben schon viele, viele YouTuber über dich gesagt. Und ich habe es halt nochmal ausgeführt und jetzt mache ich mal die Opferrolle. Ich bin auch alleine aufgewachsen mit einer Mutter. Ich war aber meistens alleine in meinem Leben. In meiner Kindheit, in der wichtigsten Zeit eines Kindes war ich alleine, weil meine Mutter arbeiten musste. Viele Kinder von alleinerziehenden Müttern oder Vätern kennen das Problem. Natürlich hat es Nachteile nach sich gezogen in meinem Leben, aber ich würde mich niemals vor einem Video setzen und darüber heulen, wie schlimm mein Leben ist ohne einen Elternteil. Mache ich nicht. Ja, aber jeder geht ja damit anders um. Also ich würde das niemandem vorwerfen oder so, wenn er halt über seine Erfahrungen spricht oder wenn es ihm nicht so gut geht, würde ich jetzt keine Dings machen. Warte, irgendjemand hat geschrieben, ja, er war vor der Zeit von Richler, ich weiß nicht, was Richler ist, als Journalist, ich gebe das jetzt auch ein, warte mal, Tobias Hochbild, Bild einzugeben ist dumm, Journalist, ich habe keine Ahnung, ob er, hat er mal bei der Bild gearbeitet? Ach, oh, warte, es gibt ein LinkedIn-Dings von Tobias Such. Da war er Journalist. Freier Journalist bei Bild GmbH. Ich kack ab. Er war wirklich Journalist bei der Bild 2,5 Jahre. Das ist wirklich eine Frechheit. Eieieiei. Also jetzt, Nur, das ist ehrlich gesagt ein dicker Schatten im Lebenslauf, sag ich dir ganz ehrlich. Weißt du, er war noch Deutscher im Deutschen Bundestag Mitarbeiter für ein Jahr oder 11 Monate, dann freier Journalist und dann einfach freier Journalist bei Bild. Das ist jetzt aber gut. Nee, lass mich erst drauf. Weil ich weiß, dass es Menschen gibt, die eben keine Mutter haben und nicht mal dieses Privileg haben. Also das ist traurig, sag ich euch ehrlich. Ich dachte, er war bei T-Online und nicht bei Bild. Was steht denn irgendwas noch da? Okay, hier. Journalist noch bei Yahoo, bei Merkurist, Mavi, Riva Verlag. Junge, er war einfach 6 Jahre beim Riva Verlag. Er ist immer noch, lol. Münchner Verlagsgruppe. Wo ist denn der überall? Junge, wo ist denn der überall am Start? Auch noch bis heute. Das macht alles gar keinen Sinn. Vor allem, er hat sogar in seiner Berufserfahrung Streamer und Content Creator angegeben. Ich weiß nicht, inwiefern man LinkedIn-Profile zeigen kann, deswegen mache ich es mal nicht, aber der hat es bei LinkedIn. Okay. Teilen und sich darüber zu beschweren, weil sie beide vielleicht verloren haben. Und ich wiederhole nochmal, was ich nur bei Ahmad kritisiert habe, ist, dass er diese Thematik immer aufgreift, aber nie zu Ende erzählt. So, er macht das in 3-4 Videos, oh, ihr wisst ja, wie schlimm das ist und so. Natürlich, weil viele Leute Mitleid kriegen und sagen, hey Bruder, du bist voll der Starke, du bist voll der Heftige, ey, bleib, Kopf hoch und bla bla bla. Ja, Bro, ich weiß, aber trotzdem gibt es Menschen vielleicht, die nicht dieses Privileg haben wie du, in die Öffentlichkeit zu gehen und so viel Anerkennung zu kriegen. Vielleicht tut das Menschen auch weh, weil sie sehen,
Ja, wieso ist denn bei mir niemand, der sagt, ey, du bist aber stark, Matthias, beispielsweise. Ich weiß, weit hergeholt, aber solche Dinge denke ich mir persönlich dabei. Und ja, Tobias, wirklich schäm dich, Digga, du bist ein erwachsener Mann. Ich weiß, du willst unbedingt deine Reichweite steigern. Du willst unbedingt das große nächste Thema erreichen. Du warst selber nicht gut zu sprechen, jahrelang auf Ahmad. Du weißt, dass er ein Mensch war. Nur weil du jetzt gut mit ihm bist und weil ihr jeden Tag irgendwie telefoniert, seid ihr jetzt ABFs, Digga? Am Ende stellst du dich aktuell mit jedem gut. Du ja, eine Sache muss man wirklich, da stimme ich ihm in einer Sache definitiv zu. Das ist dieses, er ist jetzt mit Ahmad cool, sage ich mal. Er kennt auch die Geschichte zu Ahmad. Und, oder zumindest einen Teil der Geschichte. Und jetzt betrachtet er das so komplett aus Ahmads Sicht. Ne? Ich meine, ey, dass das Oxcut gesagt hat, fand ich auch drüber. Und keine Ahnung, das von sich auf andere zu beziehen oder dann zu sagen, yo, was, jeder geht mit Einsamkeit anders um oder mit seiner Geschichte geht jeder anders um und das zu kritisieren, finde ich auch überhaupt Quatsch, dann ein Video zu machen. Finde ich ein bisschen sehr unsensibel, auch unpassend gewesen. Aber bei Tobias Such ist dann so, er ist halt so komplett total, nicht totalitär, wie will man es sagen, er ist so komplett aggro drauf gewesen. Also so voll dagegen, so voll schlimm und das ist das Schlimmste und das Schlimmste, was ich jemals gesehen habe und so weiter. Und hat dann gesagt, jo, Manuel, vergesst Manuelsen, vergesst den und den, das ist das Schlimmste, was ich je gesehen habe. So, ey, Bro, also wo ist das? Ja, es ist unsensibel, es ist kacke gewesen, kann man kritisieren, aber Manuelsen droht Menschen, der beleidigt Menschen, hetzt gegen Menschen und so, also wirklich, da geht es um wirklich schlimme Sachen teilweise, um Anrufe und was weiß ich, was man schon alles mitbekommen hat. Also, da ist doch Oxcut nicht zu vergleichen damit. Auch wenn die Sache vielleicht emotional gesehen auch nicht cool ist, ja, was da passiert ist. Also das finde ich auch mal bei Tobias so ein bisschen, yo, komm mal runter und mach nicht das Krasseste draus. Ne? Von mir aus, mach einen krassen Titel und schreib dahin, wie krass das ist. Aber sag nicht im Video, yo, also das ist das Schlimmste, was ich je in meinem Leben gesehen habe oder in meiner Streamerlaufbahn oder so. Du hast natürlich deine eigene Reichweite. Du bist Opportunist. Du versuchst einfach, deine eigene Reichweite zu stärken, indem du dich jetzt mittlerweile mit jedem gut stellst, mit ABK, mit Heike, mit KuchenTV, mit allen anderen Konsorten. Versuchst du jetzt, mit denen cool zu sein, damit möglichst viele Leute auf dich reagieren, damit du Anerkennung bekommst mit deinen 45 Jahren. Ich wünsche dir viel Glück dabei, mit dieser falschen Art weit zu kommen. By the way, eine kleine Randnotiz da. Ja, zum Beispiel sowas. Hier, ich habe gerade ein Realtalk-Video aufnehmen müssen, mitten in der Nacht, weil mich ein Video dermaßen angewidert hat. Wenn der Cutter es heute hinbekommt, kracht es am Abend richtig. Ich bin stinksauer. Wer wurde verlinkt? Montana Black, Rezo, Skirros, Alpha Kevin. Also, man wird dann auch verlinkt und ich denke mir halt so, was habe ich denn jetzt mit der Thematik zu tun? Also, ich habe ja nichts damit zu tun. Also, ich mache ja jetzt auch kein Video und sage, ey, guck mal, ich habe ein neues Video hochgeladen. Und dann verlinke ich die ganzen YouTuber, die hin und wieder auf meine Videos reagieren. Also, keine Ahnung, das ist weird, ja? Das ist einfach weird. Hier zur Info markiere ich mal ein paar Leute, die genauso denken werden. Also, weiß ich nicht. Daran sieht man, wie klickgeil Tobias Huch ist und wirklich für Fame alles tut und hat fast gefühlt jeden Influencer drunter markiert. Also ich meine, ich reagiere auf Videos, die mich halt einfach interessieren. Ja, es war ein Video, was mich interessiert hat, aber nicht aufgrund dessen wegen der Verlinkung, sondern weil es mir auch geschickt wird oder weil ich es halt auch selber auf meiner Startseite sehe. Dass die das unbedingt anschauen sollen, dass du was Ekelhaftes gar nicht klar geht. Ich finde einfach euch beide heuchlerisch und es bleibt auch dabei. Ahmad bleibt für mich heuchlerisch und du vor allem, Tobias, als erwachsener Mann, der wirklich mehr eine Stunde, anderthalb Stunden haben wir telefoniert, nicht mal anrufst und sagst, jo, Digga, wie kannst du sowas sagen? Da hätte ich es dir ja auch erklärt, dass ich von gar nichts wusste. Digga, das beschreibt einfach deinen Werdegang. Bildredakteur. Das warst du und das bist du immer noch. Nur in der YouTube-Szene. Vorher hast du mich auch so gelobt, wie mutig ich sei, dass ich über das und das Thema rede. Da konntest du mir privat schreiben, aber wenn man angebliche Fehler baut, dann kannst du dich nicht mehr. In diesem Sinne, Leute, peace out, bildet euch eure eigene Meinung. Okay, also ja, ich weiß nicht, also ich fand jetzt das Video war ein Rechtfertigungsvideo. Aus der Sicht von Oxcut ein verständliches Rechtfertigungsvideo. Trotzdem für mich unsensibel gewesen in dem ersten Video, das war, worum es ging, also von der Kritik her. Fand ich Quatsch, überhaupt dazu ein Video zu machen. Ich fand es von Tobias Such einfach zu übertrieben. Der hat es so als das Schlimmste dargestellt.
ja, war jetzt vielleicht nicht cool, aber jetzt als das Allerschlimmste so darzustellen und das ist Verachtung und ich werde nie wieder auf ihn reagieren und nehme alles runter und was weiß ich, weiß ich nicht, ist einfach zu übertrieben. Ja, und Oxcut hat sich jetzt nochmal dazu gerechtfertigt. Ist okay, ja, war jetzt nicht komplett, also war jetzt trotzdem eine verständliche Reaktion. Man hätte vielleicht sagen können, ey, yo, ich habe da übertrieben, ja, aber kam jetzt hier auch nicht. Hätte vielleicht auch machen können, das wäre ganz cool gewesen. Was ganz wichtig, um einen Menschen am besten zu framen, zu blamen, ganz plakativ sagen, dass er bei Bild gearbeitet hat, Feindbild produziert. Oh, bei Bild zu, oder beziehungsweise für Bild unter anderem zu arbeiten, ist jetzt nicht, ist trotzdem, finde ich, nicht cool. Ach man, nee. Also ich bin kein Fan von der Bild, muss ich ehrlich sagen. Ja, aber gut. Ich hoffe, euch hat das Video trotzdem gefallen oder die Reaction. Lasst gerne ein Like da, schreibt gerne einen Kommentar da, was ihr dazu sagt und das Video ist verlinkt in der Beschreibung. Liebe Freunde, ja, let's go. Check den Album ab. Ich finde Oxcut nicht gerade sympathisch. Ey, Oxcut ist wirklich so einer, das ist so einer, der macht ein gutes Video, dann wieder ein scheiß Video. Dann macht ein gutes Video, wieder ein scheiß Video. Wirklich, also bei ihm bin ich mir nicht sicher, was ich... Also es ist immer mal so, mal so. Das macht mich traurig. Tobias hat auch im Stream komische Dinge gesagt. Quasi, er baut sich jetzt einen anderen YouTuber auf der Größe, als er ist. Und ihn dann hochzieht. Er hat zwar keinen Namen genannt, aber man kann es sich denken, wen er meint. Fand ich auch sehr seltsam. Was? Tobias hat, warte, er hat Dinge gesagt, quasi er baut sich jetzt einen anderen YouTuber auf der Größe. Größe, als er ist und ihn dann hochzieht. Naja, es könnten jetzt mehrere gemeint sein.